Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu 4-2 Phoenix. Ja, wir sind hier immer noch unten in der Kanalisation. Wir müssen immer noch die Türen zumachen. Luken dicht, wir haben eine Auszeichnung bekommen, aber nicht schlecht. Ich denke mal, wir haben dann alle Luken dicht jetzt gemacht. Dementsprechend haben wir diese Auszeichnung bekommen. Meine Güte. Eimer. Ich glaube, den haben wir erwischt. Ja, wir haben gekonnt einen Kontrollschuss und damit hatte sich die Sache erledigt. Da haben wir eine Tür. Hab sie gesehen, ich musste mich nur gerade kratzen. Was ist zum Henker? Achso, Stromkabel. Hoho, Munition. Ah, endlich wieder Rüstung. Einmal in hier und schon haben wir wieder Full Life. Wir haben Rüstung, wir haben alles, was wir brauchen. It is almost time. Du musst weiter, du hast keine Freunde. Ja, auch schön. Oh Gott. Gegend absuchen. Mehr scheint hier nicht rumzuliegen. Lucky vorhin nicht irgendwie, weil die Arme schon eingenommen wären und war im Kampf waren. Verdammt. Da vorne steht ein MG. Oh, Moment. Scharfschütze. Komm, das Duell können wir gerne haben. Ja, verdammt. Der lebt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Aua, 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 aua. Das tut ein weh. Au! Oh je! Habt's ja wohl nicht mehr alle, oder? Schießt noch einer. Sniper. Den habe ich erwischt.
Die springen runter, die wollen in den Nahkampf gehen. Okay, könnt ihr gerne haben. Oh, noch so einer. Feuer! Feuer aus allen Rohren! You will gonna die, little man. So. Da haben wir mit dem Geschütz gut aufgeräumt. Das nehmen wir mit. Und dann können wir hier noch ein bisschen einsammeln. Sturmgewehr raus. Hier haben wir eine Tür. Ein bisschen Rüstung wäre nicht schlecht. Hier liegt natürlich nichts rum, war ja klar. Warum sollte es auch? Wäre auch zu leicht gewesen. Sie sind fast am Krater. Die Stimme treibt sie weiter. Bald haben sie die gesuchten Antworten. Ja, super. Das war jetzt ein sehr schöner Text. Hier mal um. Das heilen brauchen wir nicht, gut. Automatik-Schrotgewehr, sehr schön. Tauschen wir doch so mal aus. Tarnfelder. Nicht noch mal, Freund. Ach, da kommt noch einer. Ich glaube, der lebt noch. Den haben wir nicht erwischt. Da müssen wir mal gucken. Oh, da kam, glaube ich, gerade eine Power-Armor runter. Ja. So, was ist denn für eine Power Armor? Eine kleine. Haben wir unseren Raketenwerfer noch? Nein, aber hier liegt einer. Das Ding kommt ja hier hoch.
Komm schon. Also. Schon haben wir die Power Armor zerstört. Ist die hochgekommen? Ist die hier einfach hochgeklettert oder was? Oder ist die hier hochmarschiert? Ist hier aber sehr kann die aber sehr merkwürdig latschen. Dafür, dass meine vorhin dann so merkwürdige Probleme hatte. Naja gut, war ja auch nur eine kleine Power Armor, keine große. Dann hier. Ein Laser! Den weg. Und weiter geht's. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinhauen, was ihr so von dieser Phoenix-Kampagne hier haltet. Ob sie ein schöner Zusatz ist zu der Hauptkampagne von 4 oder ob es einfach nur ein absoluter Blödsinn ist. Meines Erachtens, ich finde sie nicht schlecht. Sie erzählt mal die andere Seite. Die von den Replikasoldaten, dass man halt gegen Alma kämpft auf Seiten von 4-2. Da haben wir einen Sniper, der sucht die Ecke ab. Aua! Wo ist der? Da ist er. Dich habe ich gekriegt. Da ist da rennt noch was. Der ist down. Da schießt da wer. Nur von wo? Na komm, zeig dich. Jetzt arbeiten die hier schon mit Tricks. Oh oh, 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 Power Armor. Was denn für eine? Was ist die denn? Da unten. Ach, die können springen, die Dinger! Boah. Gegen so ein Ding sind sie machtlos. Hihi. Hier war ja noch ein ganzes Munitionsarsenal. So, dann wollen wir weiter runter. So, uns nur mal umgucken, wo wir hier weiter runter können, ohne dass wir runterfallen und sterben. Ich glaube, von da drüben. Hier aus. Ja. Ich komme rüber. Ach. Hier lag noch ein Raketenwerfer rum. Okay. Schmeiß mal die Laserwaffe mal weg. Die ist nämlich eh schon fast leer. Ja. So. Und die Zeit ist auch schon wieder abgelaufen.
ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel, ja, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Okay, dementsprechend, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und, ja. Wie gesagt, haut mir mal in die Kommentare, was ihr von der Kampagne bisher haltet. So, es ist ja nur eine kleine Kampagne, die ist relativ kurz, also sagt mir was. Alles klar, bis dann, tschüss!